Weiter geht's. Nein. Aber vorher wird natürlich gespeichert. Ist ja logisch, ne? Krass, das Kapitel geht schon fast eine Stunde. Schnauze. Ich mache euch alle platt. Hier, schluckt die Handgranate. Auf Wiedersehen. Warum habe ich jetzt eine Handgranate? Ich habe das gar nicht ausgewählt. Irgendwas mache ich da noch falsch. Das werde ich auch noch rausfinden. So, die sind auf jeden Fall schon mal alle down. Hey Brühe, gib uns Deckung. Hallo? Okay, der erste Patron ist weg. Ja, und das wird natürlich dann jetzt richtig wehtun. Da stand jetzt 233, das ist euer Rekord. Ey, man hat mich geheilt, cool, brauche ich nicht machen. Okay, noch steuern wir ja ein. Ich tippe mal, das bleibt aber nicht ewig so. Ein Dunkelzahn und ein Heiltrank. Da geht die wilde Fahrt. Oh. Da kommt was Großes. Im ersten Mal hätte ich gesagt, das ist ein Behemoth. Niemals. Alter. Joa? Alter, so viel Schaden? Beta-Behemoth, ich bin sogar gut! Oh, fuck. Okay, ich war nicht der Einzige, der einen Trank genommen hat. Aua. Alter, die Leiste kriegst du kaum voll, doch bei 200. Okay, Okay, brauche ich nicht. Er will aufspießen. Au! Fuck, jetzt muss ich aber Gas geben. Das war... Boah, das war knapp. Na toll, bleibt ein Stern aus. Aber es gibt 5 Heiltränke. Und der Beta-Behemoth ist tot. Jawohl! Snow, pass auf die Mutter auf. Ach du Kacke. Kein Scherz. Yeah. Ach du bist doch... Damn it. Oh oh. Das war gut, aber wer war das? Ey! I told you, didn't I? Moms are tough. Ja, kann man nicht widersprechen. Nein.
Fuck. Das ist krank. Nein, 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 nein. Rette die Mutter, mir ist alles andere egal. Snow, rette die Mutter. Nein. Komm. Nein, nein, nein. Alter, ich krieg eine Gänsehaut. Und er soll ihren Sohn nach Hause bringen. Fuck, er fällt auch noch. Der Kleine ist alleine. Hat die ihm jetzt eine gescheuert? Aber klar, der ist total unter Schock. Seine Mutter ist gerade gestorben. Wenn sie tot ist. Ja, speichern. Ich bin gerade ein bisschen platt. Sag mal nicht, die haben das gesehen. It's an out-and-out massacre. Those people won't even live long enough to die on Pulse. That was the idea. What? Sanctum logic. They conjured up the courage to eliminate a threat. I mean, why carry the danger all the way to Pulse? Why not just stamp it out here? Execution masquerading as exile. That's all the Purge ever was. Relocation to Pulse. How does the government get away with pulling crap like that? And you, you knew this was gonna happen? The Purge was Psycom. Private Sanctum troops, not the Guardian Corps. Psycom? Guardian Corps? Soldiers are soldiers, aren't they? Da hast du recht. Pulse Falci and their lessee are enemies of the state. Tell a soldier to kill an enemy, and you really think it's gonna matter what uniform he's wearing? Might have mattered to that one. Couldn't shoot. Got himself shot instead. How about you? Order say shoot, you pull the trigger? Fine. Forget I asked. Darauf kriegt er mal wieder keine Antwort. Also wenn es ins Eingemachte geht, gibt's keine Antwort. Wait. Was ist denn jetzt los hier? Was ist das denn? Eine Orion-Drohne. Oh, fuck, die hält auch noch viel aus. Okay, komm, 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 komm. Der stirbt mir hier nicht. Okay, gleich ist der Schock soweit. Ach, bitteschön. Der Schock ist immer noch da. Mach ihn kalt. Ist immer noch im Schockzustand. Der geht aber lang. Das war riskant. Uah. Ich hab mir nicht geheilt, außer einmal. Oh Gott, was war das denn, ey? Eine Drohne. Nur eine große Drohne. Alter, leck mich am Arsch. Sicherheitsalarm.
Snow lebt noch. Sarah. Just what you were looking for. Yeah. Right in there. The post file C. Der ist da drin? Okay. Oh nein. Boah, wenn ich den noch wollen höre, dann krieg ich sofort. Boah. Gänsehaut. Hi. Die macht gute Laune. Ist bestimmt ganz nett. You said it made you happy when I smiled, didn't you? But really, I was afraid. I was always afraid. Hat sie das jetzt gesagt? Okay, das ist der Pulse Falsi. Der ist da drin. Und Lightning will ihn vernichten? Gehe ich mal von aus. So, how do you figure that post file scene is different from the Sanctums? All things being equal, I just assume keep one. Aww. Der Schokobo ist so süß. Time to jump. Yeah. Mal wieder keine Antwort. Die springt einfach. Die ist krank drauf. Drake Ball, schwör. Okay, der Chocobo kann fliegen. Auch wenn er so klein ist. Guck her! Der ist so bescheuert. Gut, dass es so ein. Dass sie so ein Feld gemacht hat. Sonst wäre es böse geendet. Hundertprozentig. So, die Jagd nach dem Pulsfalzi. Die machen wir heute noch. Hoffe ich, dass wir es heute noch schaffen. Snow. Alter, das tat weh. Oh Gott, das sieht furchtbar aus. What about the others? They didn't die. They couldn't have died. Na, das sieht sehr hoffnungslos aus. Oh, das hat geknackt. Hey, get a grip, man. What's wrong with you? Get him home. Get who home? Ja, den Jungen. War das unser Schiff? Toss me that. Catch. What are you doing? Hallo? So what are you afraid of, huh? You're supposed to be the hero. She's waiting there, ain't she? Your lovely bride to be? Isn't it about time you picked her up? Was? Braut? Yeah. Wie Braut? Okay. Wir haben beide, also beide Gruppen das gleiche Ziel. Ja, Inventar. Ja, das ist klar. Auch klar. Datenlog.
Historie und Legenden. Der Pulse Falci. Falci sind übernatürliche Wesen, die mächtiger Magie wirken können. Die Falci, die Kokon entbauten, sind die Beschützer und Versorger der Menschheit. Doch es gibt auch Falci, die Kokon feindlich gesinnt sind. Die Pulse Falci. Man sagt, die Pulse Falci würden unschuldige Menschen verfluchen und sie ihren LC machen, um sie gegen Kokon in den Kampf zu schicken. Deswegen fürchtet sich das Volk vor allen, die in der Nähe des Pulse Falci gelebt haben. Das ist auch der Grund, warum die Purgation von der Bevölkerung allgemein befürwortet wird. Aha. Militärbestien. Zur Vorbereitung gegen die drohende Invasion aus Pulse betreibt das Militär intensive Waffenforschung. Unter anderem werden auch Monster, die in Kokon in freier Wildbahn vorkommen, erforscht, transmutiert und für Kriegszwecke gezüchtet, hat man bei Beta-Behemoth gesehen. Diese transmutierten und speziell gezüchteten Monster werden als Militärbestien bezeichnet. Sie zeichnen sich durch ihre ursprüngliche Stärke und Wildheit aus, gehorchen aber den Befehlen eines Bestienmeisters aufs Wort. Die AMP-Technologie. Die AMP-Technologie basiert auf dem Antimaterie-Manipulationsprinzip. Das spreche ich mal aus. Boah, da ist ja Zungenakrobatik hier. Diese Technologie ermöglicht es, durch die Manipulation von Antimateriepartikeln den Phasenraum zu verzerren, Energieströme zu lenken oder die Raumzeit zu beeinflussen. Dieses abstrakte Prinzip kommt in vielen Ausrüstungsgegenständen zur praktischen Anwendung. Die Menschen sind zwar zu keiner Magie fähig, doch Ausrüstung auf Basis der AMP-Technologie versetzt sie in der Lage, übermenschliche Taten zu vollbringen. Aha. Gegnerdatenbank. Ne, Waffensysteme ins Gefechtsdrohnen. Die hatte 1260, das war eine Menge. Ja, und Behemoth. Beta-Behemoth hatte auch 1800. Nur, dass wir irgendwie mal mit Snow stärker waren, ist das nicht wirklich aufgefallen. Aber das war ein krasses Teil. Die Geschichte. Aufopferung einer Mutter. Die in der friedlichen Umgebung Kokons aufgewachsenen Menschen fürchten nichts mehr als eine Invasion aus der Unterwelt. Selbst Bürger Kokons, die auch nur in die Nähe eines Wesens aus der Unterwelt kommen, werden gefürchtet und gehasst. Daher ordnet das Sanktum die Purgation an. Alle Bürger, die in Verdacht stehen, von der Unterwelt verseucht worden zu sein, sollen aus Kokon verbannt werden. Doch die Sondereinheit Psycom tötet die Purgationshäftlinge erbarmungslos, anstatt sie zu verbannen. Ja, das haben wir gemerkt. Unter der Führung Snows setzen sich die Opfer der Purgation gegen das Militär zur Wehr. Unter ihnen kämpft eine Mutter, um ihren Sohn zu beschützen. Doch als sich Snow zur Hilfe eilt, verliert sie ihr Leben. Ihr Sohn erlebt den Tod seiner Mutter mit eigenen Augen und verfällt in einen tiefen Schockzustand. Das stimmt. Der Falci ist das Ziel. Das merkwürdige Objekt, das in Brückland durch die Luft transportiert wird, ist ein Residuum aus Puls, das vor 2 Tagen in Kokon gefunden wurde. Darin schlummert ein Falci der Unterwelt. Der Falci lag über Jahrhunderte in der Nähe einer Stadt verborgen. Als man ihn entdeckte, befürchtete das Sanktum, die Bewohner der Stadt könnten von der Magie des Falci korrumpiert sein. Daraufhin wurde die Purgation beschlossen. Der Falci der Unterwelt ist der Ursprung des Dramas der Purgation. Lightning und Sash haben beide den Falci zum Ziel, wenn auch jeder aus einem eigenen Grund. Auf Snow lastet der Tod seiner Mitstreiter. Er sieht sich in der Verantwortung für das verhängnisvolle Schicksal, das sie ereilte. Er ist am Boden zerstört, bis Gardot ihn wieder aufrichtet. Snow muss seiner Geliebten zur Hilfe eilen, die er in der Nähe des Falci vermutet. Seine Geliebte? Jetzt bin ich ja mal gespannt, wer das ist. So, das ist Gardot. Okay, dann wissen wir das schon mal Bescheid. Okay. Ich hoffe, jeder ist okay. Was haben wir hier? Ein Kraftkranz? Was ist das denn? Waffen? Ein neu für das entwickelte AMT-Techer steigert den Angriff des 15-15? 23-13. Cool. Eine neue Waffe. Muss ich das hier machen? Charakterinfo? Nee. Inventar. Ausrüstung, genau. Die Angriffskraft steigt, die Magie fällt. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Okay, weiter geht's. Hier ist Speichern. Oh, ich fast vergessen. Oh, das Kapitel geht schon 1,5 Stunden, das erste. Das ist krass. Okay. Wieder neue Gegner. Oder irre ich mich? Nee, ist es nicht. So. Fertigkeiten, die Handgranate da fliegen. Und direkt in Schock? Krass. 302, der erste ist weg.
Auf Wiedersehen. Oh, der Schaden ist deutlich gestiegen. Okay, da guckt jetzt eine Handgranate rein. Bitteschön. Oh, fuck, schon wieder. Das muss ich echt noch lernen. Jetzt ist Schluss. Oh Gott, dort muss aufpassen. Okay, wir haben es geschafft. Einen Dunkelzahn erhalten. Ich bin schon auf die ganze Welt von Final Fantasy 13 so gespannt, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Oh. Ich wusste, dass da noch was versteckt ist. 100 Gil. Cool. So macht man das. Gutes Team. Okay, eine Chance haben die nicht wirklich, ne? Kommt jetzt einmal eine fette Granate. Oh, der ist weg. Der ist weg. Und auch weg. Das war einfach. Okay, die neue Waffe ist wirklich gut. Eine Phönixfeder. Was ist das denn? That's a sad sound. Where's the soul? Godot. Yeah? If you don't know who you gotta save, you just protect them all, right? Something on your mind? You got plenty of time for thinking on the way, hero. Yeah. Good. Zack. Ich nenne das mal so eine Art Motorrad. Ich hoffe, ich muss nicht steuern. Oh, Gott sei Dank. Da sind sie. Nur die Mutter ist leider wirklich tot. Since when do you care about kids? Favor for a friend. Okay. Hey, Snow! You made it! Hey, yo. So, you really managed to use that thing? I think I'm done. You're done when we are. Ow, what? That's the one. Didn't you have something to tell him? Yeah. All right then. Also dann. But I... I'll go with you. What? Es müsste der kurze sein. You have no idea what it was like. Oh. Everyone safe? The army's no match for Nora. I meant the kids. All accounted for. Okay. Let's keep it that way, all right? Na, ja, da muss man wohl ein bisschen nachhelfen, wenn man feige ist. Oder beziehungsweise Angst hat. Aber vor Snow brauchen wir noch keine Angst haben. Hey!
I'll swing by the Vestige. Keep the kids out of trouble. You got it. Say hi to the missus for me. You go skirt chasing, I take care of the kids. Some husband. On me. Better be home cooking. When's the wedding, lover boy? Well, don't worry, none of you are invited. No way! You serious? Okay, er macht sich allein auf die... Ui. Ich bin mal gespannt, wer seine Braut ist. Bam, 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 bam. Was ist da? Neue Daten erhalten. Connex-Brücke. Okay. Es ist... Sein Name ist Hope. Aber es ist ein Kerl, also es ist Evo. Mädchenname. So, Angriffskraft 26, Magie 32. Er hat einen Windschnitter dabei. Und seine Autofertigkeit ist Typ TP kritisch, steigert die Abwehr. Also sollte er niedrige Lebenspunkte haben, wird die Abwehr automatisch gesteigert. Und zu ihr, sie heißt Vanille? Vanille. Sie hat sogar schon drei Balken. Angriffskraft 23, Magie 35. Ich nenne sie einfach mal Vanille. Ich tippe mal, das ist richtig. So, Inventar. Ja, da hat sich nichts verändert. Da hat sich... Ja, der Windschnitter. Komponenten hat sich auch nichts getan. Datenlog. Die Geschichte. Kapitel 1. Das Residuum aus der Unterwelt. Snow wird von Schuldgefühlen geplagt. Er war es, der so viele Menschen gegen das Militär und damit in den Tod führte. Besonders schmerzt ihn der Tod jener Mutter, die so tapfer kämpfte, um ihren Sohn zu beschützen und Snow zu retten. Mit ihren letzten Atemzügen bat sie Snow, sich um ihren Sohn zu kümmern. Doch Snow weiß nicht einmal, wer ihr Sohn ist. Es ist Hope. Hundertprozentig. Aufgemuntert von seinen Gefährten überwindet Snow seine Selbstzweifel und beschließt ganz einfach, alle Kinder zu retten. Als sich der Kampf legt und er die Kinder in Sicherheit wähnt, überlässt Snow die Überlebenden der Obhut seiner Gefährten und fliegt in Richtung Residuum. Er will seine Verlobte aus den Fängen des Falls C befreien. Mit Abscheu wird Snow von einem Jungen beäugt. Er ist der Sohn jener Mutter, die für Snow ihr Leben gab. Und ich bin so gut. Ich wusste es. Ich wusste das. Ach, ich bin herrlich. Ich bin einfach gut. Ich glaube, ich habe heute einen guten Tag. So, jetzt gucken wir erst nochmal, ob hier hinten was liegt. Ich glaube gar nicht, ob wir da lang müssen. Also wir steuern jetzt hier Hope. Den Sohn der toten Mutter. Nora regelt das. Okay, hier ist nichts. Hier liegt nichts. Ja, genau. So, Leute. Wir werden jetzt hier speichern. Hi. Okay, ich laufe. Ich darf hier nicht rennen. Tja. So ist das, wenn man noch jung ist. Ja, Freunde, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Dann will Snow seine Verlobte retten und Lightning will das Pulse-Falsi vernichten. Doch werden wir das schaffen? Schaltet beim nächsten Mal wieder ein hier bei Let's Play Final Fantasy 13 und wir werden es hier herausfinden. Bis dahin. Ciao.